Jo, liebe Leute, schönen guten Tag. Es wird mal wieder Zeit für einen neuen Mario Odyssey Glitch, Leute. Ihr habt richtig gehört, ich habe heute noch einen richtig geilen, wo man im Forest Kingdom einen kleinen geheimen Pfad finden kann, der out of bounds sich befindet, wo man drauf laufen kann. Und dieser Glitch ist sogar gar nicht so leicht. Ich habe mir gedacht, es wird wieder Zeit. Und Leute, ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ich dieses Glitch-Format so lange durchziehen kann. Aber es gibt halt immer weiter neue kleine Mini-Glitch-Funde in der Mario Odyssey Community. Deswegen lohnt es sich, Leute. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein ins Spiel. Viel Spaß! Und zwar kann man diesen Glitch im Forstland machen. Dafür müsst ihr erstmal ins Forstland reisen und dann die Schnellreisefunktion benutzen und euch zum Aussichtsdeck hin teleportieren. Wenn ihr da dann seid, dann geht ihr einfach hier hoch und ihr seht schon den kleinen Flugsaurier Glideon. Den kapert ihr euch und Leute, es gab ja damals schon Glitches, womit ihr mal auf Bounce konnte. Die wurden ja rausgepatcht. Da hat Nintendo gesagt, nee, die machen wir weg, die lassen wir nicht mehr zu. Aber es gibt schon wieder neue Funde und ich zeige euch genau, wie das funktioniert. Ihr schnappt euch auf jeden Fall jetzt den kleinen Glideon. Dann fliegt ihr hier runter, ich zeige euch das genau. Einfach hier runter, das ist ziemlich dicht an dem Aussichtsdeck. Zack, bei dieser langen Stange, bei diesem langen Rohr, dort geht ihr mit Glideon in die Ecke rein und dann lauft ihr sozusagen an das Efeu, sprich an das grüne rechts, in die Ecke rein, dreht euch dann ganz schnell um, indem ihr den Stick nach unten zieht und drückt dann wie ein Bekloppter auf B, damit ihr gleitet. Und Leute, es hat bei mir auch knapp 15 Minuten gedauert, bis ich es geschafft habe, weil ich habe immer B gedrückt gehalten. Nein, Leute, ihr müsst B einfach öfter bashen und dann irgendwann passiert es, wenn ihr gleitet und genau gegen den gelben Mast gleitet, dann werdet ihr ab und zu, wirklich ganz selten, zurückgedrückt und dann drückt ihr euch durch die Wand und seid out of bounds. Ihr seht es hier. Dann muss man nur vorsichtig sein, dass man nicht links und nicht rechts wieder reingeht in die Map. Weil ihr seht hier, links ist eine Map, rechts ist eine Map, wo man auch normal hin kann. Aber halt in die Mitte, in diesen Geheimpfad dazwischen, kann man halt sonst nicht. Und genau da sind wir jetzt drin. Und ich habe mir gedacht, ich guck mal ein bisschen, wo es da hingeht. Man kann diesen Weg noch weitergehen. Man kann sogar nochmal irgendwie runterdroppen in der Map. Ich habe es bei zwei Versuchen nicht geschafft, weiterzukommen als hier. Jetzt seid ihr aber gefragt, wie weit kommt man mit diesem geheimen Out-of-Map-Pfad? Weil man kann da unten noch runterdroppen und dann kann man noch weiter Out-of-Map, noch weiter. Ich habe euch mal ein Video verlinkt in der Videobeschreibung, wo einer es ein bisschen weiter treibt, aber ich bin gespannt, wie weit ihr es schafft als meine Abonnenten. Ihr seid ja wirklich Glitch-Profis. Schickt mir das Ganze auf Twitter. Ihr könnt das ja mit der Switch aufnehmen und mir auf Twitter schicken. Ich bin gespannt, wie weit ihr kommt. Das war's mit dem Glitch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.